Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, ich habe ein paar Felder abgeerntet, habe auch schon ein bisschen was an Ernte eingebracht. Und da werden wir gleich jetzt mal Folgendes tun, weil wir haben hier, bekommen wir für unsere Sojabohnen 2000. Das habe ich jetzt schon mal so weit vorbereitet, dass ich unser Korn quasi zu den Zügen gebracht habe. Die stellen wir jetzt ein. So, jetzt müssen wir noch gucken, welcher Zug das ist. Ich tue immer in die falsche Richtung, das ist mal so generell. Wir brauchen den anderen. So, ich habe das hier schon mal alles ins Silo vom Bahnhof gebracht. Und jetzt brauchen wir hier nur noch einladen. Nur gucken. Machen wir es in dem hier. Okay, mit dem geht's nicht. Befüllung starten. Und dann einmal Sojabohnen haben wir 20.000. Die laden wir jetzt mal schön brav ein. Und dann werden wir das mal verkaufen, weil dann müssen wir auf jeden Fall einige Sachen besorgen. Dann müssen wir ein paar Dinge kaufen. Und das werden wir jetzt dann auch nachher tun. Und da geht schon los, die wilde Fahrt. Schauen wir mal, wie viel wir dafür bekommen. Haben wir auch hier Licht? Kann man hupen? Haha! Gut, dann gehen wir das mal jetzt abladen. Mal fett Kohle kassieren. Und dann geht's ans neue Maschinen kaufen. Hier ist auch ein Bahnhof. Aber hier müssen wir nicht hin. Nope. Immer nicht vergessen, bei rechtzeitig beim Zug bremsen, weil sonst rauscht man ganz kräftig übers Ziel hinaus und dann können wir alles wieder. War eh, glaube ich, schon zu spät. Na, oder? Dürfte genau passen. So. Noch ein Stück. Perfekt. Zack. Und einmal auskippen. Und da rollt er aus 60.000, 40.000. Perfekt. Den fahren wir jetzt mal später zurück. Warum diese Maschinen hier auf dem Hof stehen, hat zwei Gründe. Okay, hier funktioniert die Lenkung jetzt wieder. Die war zwischenzeitlich kaputt, deswegen haben wir gedacht, ich verkaufe den Traktor. Das werden wir natürlich jetzt auch machen, weil wir brauchen ihn jetzt derweil nicht, weil wir eh genug haben. Und wenn wir jetzt mal gucken, wenn wir jetzt den Wagen hier verkaufen würden, bekommen wir 19.000. Schauen, ob das geht. Und wenn wir ihn jetzt hier verkaufen, bekommen wir 22.000 dafür. Das heißt, wir bekommen hier immer mehr, wenn wir den hier verkaufen. Jetzt, wir werden uns vielleicht irgendwann mal ärgern, dass wir ihn jetzt schon verkauft haben, aber wir verkaufen den jetzt mal und die alte Sämaschine ebenso, weil die irgendwie ein bisschen spackt und wir uns dafür andere Sachen kaufen. Weil wir haben ja unseren Kredit ebenfalls noch. Das heißt, wir kaufen uns jetzt einmal eine größere Sämaschine, die was gleich direkt Saat kann. Das heißt, wir ersparen uns jetzt mal das Grubern. Dafür müssen wir düngen. Aber das wäre jetzt nicht das Problem, weil das können wir im Nachhinein auch immer machen. Das heißt, wir kaufen jetzt mal diese Sämaschine. Die braucht, glaube ich, 180 PS, wenn ich mich nicht irre. Genau, und mit dem Kredit und mit dem restlichen Geld kaufen wir uns jetzt, also und dem Rest, ja genau, kaufen wir uns jetzt mal einen neuen Traktor. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Nehmen wir mal, ja, 130.000. Schauen wir mal, ob wir da einen guten Preis dafür bekommen. Besser gesagt, einen guten Traktor mit 180 PS. Man könnte jetzt gleich übertreiben, aber dann bringt es uns ja im Endeffekt nichts. Ja, die kosten schon wieder alle. Da, was haben wir da? Könnte man dazu nehmen? Kostet uns jetzt 109, und ja, den werden wir wahrscheinlich Radsetup, Pflegereifen, Breitreifen, na, brauchen wir nicht. Ja, das heißt, wir nehmen uns noch ein bisschen Geld auf. Macht das gerade auch nicht fett. Werden wir dann sehen, wenn wir dann Punk, na, schneid weg. Drescher ist dann auf jeden Fall, naja, das sind schon die Super Duper. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Die N-Serie war das, genau.
Nehmen wir gleich für Frontladeranbau. Ja. Die starke Version mit 185 PS, das passt. Und ja, lass mal blau-weiß, passt schon, kaufen. So, das ist jetzt auch mal dann unser Traktor quasi, wenn wir halt jetzt nichts zu sehen haben, wird der die Arbeit hier verrichten. So, die Züge stellen wir jetzt ganz flott wieder aus, weil das stört mich dann immer wieder. Dieses ganze Zeit durchscrollen, habe ich das jetzt, ja. So, und da gleich die Sämaschine dran und dann kann der schon wieder mal arbeiten gehen. Weil dann habe ich gedacht, da warte ich auf euch, dass wir da das gemeinsam kaufen. Weil das ist, leider muss ich manchmal sagen, am Anfang brauchen wir ein Frontgewicht. Naja, werden wir mal gucken, wo wir da eins brauchen. Am Anfang ist halt immer recht, ja, man erntet ein Feld ab und dann war es das schon wieder. Und da muss man warten. Deswegen habe ich ja gemeint, ich werde nicht alles aufnehmen, was ich hier mache, bla bla bla. Das heißt, es kann nochmal sein, dass ich aus irgendeinem Grund schon mal was gekauft habe, weil ich es gebraucht habe. Aber das sieht man dann immer, wenn ich es brauche oder brauche nicht. Weil wir werden jetzt auch mal derzeit nur ein Feld bearbeiten. Zumindest mal großteils. Weil diese Hin- und Herfahrerei, die ist einfach echt nervig. So, jetzt müssen wir noch umstellen auf Sojabohnen, weil das einfach das am meisten... Das bringt einfach am meisten. Deswegen Sojabohnen. Sie haben zwar weniger Volumen, aber dafür bringen sie mehr. So, und jetzt gucken wir mal, ob das hier alles hinhaut. Positionieren Helfer an und los geht's. Dieses langsame Anfahren. Manchmal denke ich, es funktioniert nicht. Und wenn wir halt jetzt dann auf die Map schauen, ist das Feld nicht gedüngt. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch theoretisch einen Düngerstreuer und den holen wir uns jetzt auch noch. Den Gruber heben wir uns sicherheitshalber auf, der kostet jetzt nicht die Welt. Den parken wir in unseren Schuppen rein, weil irgendwann könnten wir ja mal einen brauchen. Pipapo. Wenn man einen größeren, na, schauen wir mal. Theoretisch bräuchten wir nicht, aber ich will jetzt nicht alles verkaufen und dann komme ich drauf, eigentlich bräuchte ich ihn schon. So, einmal auf. Das sollten eigentlich die sein mit... Sollten... Ja, hier. Mittlere Maustaste. So, jetzt haben wir hier Licht. Ich muss meine Maus ein bisschen schneller stellen. So. Und das packen wir da rein. Dann holen wir uns noch ein bisschen an Dünger, an kleineren Düngerstreuer, damit wir mal fürs Erste versorgt sind. Den kriegen wir hoffentlich noch raus. Sonst müssen wir noch ein bisschen was nehmen. Oder, ja. Ja, ist halt. Man kann halt nicht alles. Die Kollisionscam habe ich auch noch immer an. Es ist halt leider manchmal so, dass wir ein bisschen Geld aufnehmen können, damit wir uns bessere Sachen kaufen können. So, jetzt ist sie wieder zu schnell. Jetzt ist sie noch schneller. Haben wir gleich hier. Tadam. Eigentlich wollte ich den auch einparken. Die und umleuchten an, dass man sie da sieht. Und da geht es schon dahin. Und jetzt haben wir uns noch an Streuer. Dann haben wir das Düngen auch mal erledigt. Und dann läuft das eigentlich. Ich werde dann jetzt wahrscheinlich... Ich werde jetzt dann ein bisschen die Felder immer abarbeiten gehen. Weil jetzt werde ich dann eben immer viel herumfahren. Mit dem Drescher hin und her. Und ein paar Missionen machen und so weiter. Und dann, wenn wir den neuen Drescher kaufen können, dann wird es dann weitergehen. Außer es ist zwischendurch irgendwas. Dann geht es natürlich, dann halte ich euch auf den Laufenden. Jetzt schauen wir noch. Düngerstreuer. Ja, 6000. Der reicht auf jeden Fall mal für den Anfang. Wir haben ja noch keine so großen Felder. Da reicht der auf jeden Fall. Und den hängen wir irgendwann hinten, oder? Ah, der kann, glaube ich, nur hinten. So. Wir werden auch dann später mal ausstellen, dass der Helfer die ganzen Sachen selber kaufen soll. Das wird dann auf jeden Fall ausgeschalten, weil wir viele Sachen haben, die wir selbst produzieren können. Wir können Dünger selbst produzieren. Wir können... was können wir noch?
alles mögliche, Futter, bla bla bla, können wir alles dann in Fabriken unter Anführungszeichen herstellen. Und also Saatgut war das andere, und da brauchen wir dann auf jeden Fall nichts mehr kaufen. Das wird dann nachher noch recht lustig. Also es wird noch spannend hier. Jetzt vielleicht am Anfang, wie gesagt, dauert es halt ein bisschen, bis man halt mehr Felder hat und dann halt, bis man die Tiere hat, wo man sich dann halt um mehrere Sachen gleichzeitig kümmern muss. Da wird es dann halt erst interessant, richtig. Deswegen, aber man muss halt den Anfang machen, damit man hier auch dementsprechend weiterkommt. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen warten mit dem Düngen, damit wir, oder ich weiß gar nicht wie weit, wir können einfach ganz drüben anfangen. Dann hat der ein bisschen Zeit. Mal gucken, wie weit das geht. So, und los geht's. Ja, vielleicht jetzt. Okay. Ja, mal gucken, müssen wir uns ein bisschen beobachten. Im Prinzip wäre es egal, wenn er die Sämaschine überholt. Gedüngt ist gedüngt. Gut, weil, wie gesagt, jetzt haben wir quasi die Sämaschine sowieso, also den Gruber in der Sämaschine drin. Jetzt brauchen wir nur noch einen Abfahrer, das wird dann der nächste Traktor werden, der was getauscht wird. Und wir könnten jetzt eigentlich noch ein bisschen was verkaufen gehen. Was haben wir denn noch alles in unserem Lager? Raps, Gerste, Weizen, schauen wir mal auf die Preise. Wir könnten Raps verkaufen, wieder dort. Ah, da will ich jetzt nicht wieder hinfahren. Mais. Mary's Farm ist da unten. Raps ist schon viel. Verkaufen wir den Mais bei Mary's Farm? Das müsste eigentlich da unten sein, ja. Dann verkaufen wir mal den Körnermais. Brauchen wir vielleicht später für die Schweine, werden uns nachher ärgern, aber wir brauchen jetzt mal ein bisschen Geld, damit wir uns hier dann nicht im Minus sehen. Licht sollten wir vielleicht auch anmachen. Und dann geht's schon los. Mal schauen, ob wir den Berg raufkommen. Was ist hier immer die große Hürde? Kommt man den Berg hier rauf? Und jetzt Vollgas. Allrad haben wir dazugeschalten. Du schaffst das schon. Du schaffst das. Du schaffst das. Ja. Okay, also mit dem Mod, wo man Allrad hat und so weiter, geht das. Also ohne dem wären wir jetzt wahrscheinlich da unten schon mit 2 km/h herumgeduckelt. Aber läuft wunderbar. Läuft doch wunderbar. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte jetzt dann bald, entweder in den nächsten paar Tagen, sollten das neue Let's Play starten. Also das zweite Haupt-Let's Play quasi. Aber das steht noch bei mir noch in der Zukunft. Das dauert noch ungefähr 2 Wochen. Aber ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt in den anderen Videos erwähnt habe, warum ich jetzt eben schon so weit im Vorhinein aufnehme und nichts hochlade. Hat den Grund, weil ich nicht will, dass ich dann wieder was sage, es kommen Videos und dann kommt aber nichts. Deswegen bereite ich mich quasi vor. Und kann dann in Ruhe die Videos hochladen und dann in Ruhe Content weiter produzieren. Das ist so quasi der Sinn dahinter. Genau, jetzt haben wir das Problem. Ja, du kannst mal aufhören, weil sonst, ja, du musst ein bisschen warten, bis ich jetzt da wegfahren bin. Kann es ja nicht sein. So, und gehen wir. Und wo war ich jetzt eigentlich? Genau, dass ich ein bisschen Content vorproduzieren kann, damit das alles soweit passt. So, jetzt fahren wir den noch zurück. Wird heute wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge. Außer mir fällt jetzt noch spontan was ein. Wir können vielleicht noch ein bisschen Mods durchschauen, während der drüben da das Feld sät. Und ja, vorher müssen wir immer zurückfahren.
Weil hier ist halt in der Mod-Map quasi ist halt viel Platz. Ich habe wirklich viele Gebäude, die man setzen kann. Und da braucht man dann einfach den Platz, dass wir hier überall was hinbauen können. Die Hallen da, die Holzhallen wahrscheinlich einmal, kommen wahrscheinlich mal weg, werden durch andere Hallen ausgetauscht, pipapo. Vielleicht ein neues Lager, bla bla bla. Also wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Und darauf freue ich mich dann eigentlich schon richtig, wenn es dann halt mit den Teilen, mit den Sachen losgeht. Aber das ist halt noch ein weiter Weg, bis wir halt so weit sind. Weil das ist jetzt schon mal ein Riesenfortschritt, die Sämaschine. Weil die andere Kleine, die erstens hört die immer vor den Feldern auf. Ich weiß nicht warum. Die will irgendwie nicht zurecht. Und zweitens geht halt wesentlich mehr weiter. Wir haben jetzt, wie gesagt, man sieht hier, der neue Traktor kostet um einiges weniger als die alten Traktoren. Und was halt der alte Drescher kostet, jo, das sei dahingestellt. Was kosten, was ist denn da, eins davon ist auf jeden Fall der Gruber. Der Kuhn, okay. Gut, der kostet 13. Ja, das ist nicht so schlimm, aber der Drescher, der fährt mit 2000 halt schon mächtig rein und die zwei mit fast jeweils an Tausender. Pah, ja. Geht halt alles ins Geld. Das Schneidwerk kostet auch einiges. Unser Pickup, ne, ist relativ billig. Also wenn ich für mein Auto so viel bezahlen würde, wäre es auch lustig. So, jetzt warten wir, jetzt machen wir die Folge, machen wir die 20 Minuten voll. Jetzt ist der da gleich fertig. Jetzt werden wir hier dann noch den einteilen, dass er hier noch fertig fahren soll. Geben wir wieder ein bisschen Zeit. Jetzt wird er wieder gleich sagen, ja, genau. Du bist ein dummer Helfer. Ah, jetzt fahrt er da auf dem Teil, dass er schon gedüngt hat, oder was? Ja, das erkennt er wieder. Jetzt müsste ich den extra auffüllen fahren. Ah. Meine Güte. Durch die neue Frucht perfekt mit riesengroßen Reifen. Jawohl, das passt. Hallo. Ja, nicht. Nee. Kannst du nicht hier normal das fertig fahren? Nix hat seine Arbeit erledigt, der muss noch. Lalala. Wir gehen den jetzt auffüllen. Und düngen das Feld noch schnell selber. Tanken, das werden wir dann auch langsam. Wir werden dann auch immer langsam nach und nach die Schwierigkeit nach unten drehen. Saatgut. Das müsste eigentlich nicht. Okay, nicht das sein. Das ist Saatgut. War doch das. Okay. Einmal auffüllen. Okay, dann war das links Saatgut. So. Tam, tam, tam. Dann machen wir das gar selber. Wenn der das nicht kann. So. Und einmal eingeschalten. Ist vielleicht auch billiger und geht auch relativ fix. Man könnte das theoretisch an die Sämaschine anhängen und dann quasi grubbert der, sät der und düngt der auf einmal. Werden wir vielleicht machen, wenn ich noch auf die andere Feldseite gehe, wo die anderen Felder sind, weil dann bräuchte ich nur einen Traktor rüberschicken. Aber das sehen wir und das gucke ich mir dann nochmal an. Werde ich jetzt danach testen.
Und ihr werdet dann das nächste Mal sehen, ob es funktioniert hat oder nicht. So, und wir sind jetzt dann gleich bei den 20 Minuten, glaube ich. Wie gesagt, was auch noch, das muss ich jetzt noch schnell ansprechen, was auch zum Thema Folgenlänge und Pipapo. Ich werde mich um die 20 Minuten orientieren. Wenn es mal länger wird, wird es länger. Wenn es mal kürzer wird, wird es kürzer. Ich möchte mich da jetzt nicht wirklich so steif da auf irgendwelche Längen festlegen, weil ich selber schaue viel Let's Play und manchmal denke ich mal, die könnte kürzer sein, manchmal könnte ich mal, wow, die könnte 3 Stunden sein. Und ja, wenn es spannend bleibt, mache ich es fertig und sonst nicht. Also da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass es wahrscheinlich immer wieder variieren wird. Es wird jetzt keine, weiß ich nicht, 15 Minuten unterschreiten und keine 30 Minuten überschreiten, ja. Aber so ungefähr wird der Plan für die Let's Plays ausschauen. Und da sage ich auch schon mal danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Mal unter Anführungszeichen. Oder wieder bei der nächsten Folge Landwirtschaftssimulator. Ich sage mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.